Hallo, hallo. Heute Unboxing-Video von, naja, einem Riesending. Und zwar den DPDS 620 und dem Media Kit, dem 6x8 Media Kit. Naja, los geht's. Also die Schachtel ist schon mal riesig und ja, auch mega schwer. So steht ja auch drauf. 14 Kilo ist nicht so ohne. Schauen wir mal rein. Okay. So, da, hier haben wir. Ich stelle das mal auf die Seite. Hier ist drin, okay, die erste Schachtel. Wunderbar. Hier haben wir Stromanschluss oder Stromkabel. Fach. Keine Ahnung, was das hier ist. Und ein Handbuch. Okay. Dann ist hier drin, Achtung, ein Warnhinweis. Ja, wunderbar. Und zwar, wie man eben das Media Kit einlegt, zuschneidet bzw. auch reinigt. Den Drucker dann reinigt. Und dann ist hier drin, oh ja, der Drucker. Ein Riesending. Es gibt hier, glaube ich, mittlerweile auch die 620A-Version. Einfach im Internet mal schauen. Die ist hier, glaube ich, ziemlich gleich, aber deutlich kleiner, glaube ich, und sogar auch leichter. So, und hier ist der Drucker. Okay. Gut verpackt. Also die Schachtel ist hier wirklich, ja, ziemlich robust oder sehr robust. Und hier der Drucker ist auch noch gut einfoliert, gegen Feuchtigkeit geschützt. Die blauen Klebestreifen hier sind natürlich dann zu entfernen. Die brauche ich auch nicht mehr. Und ja, das war's. Da vorne ist dann noch eine Schutzfolie drauf. Und hier eben zum Einschalten und die Verriegelung für die Lade vorne. Okay, Achtung, hier hinten. Ich hoffe, man kann das hier herzeigen. Ist ein bisschen sperrig. Hier hinten ist auch noch ein Klebestreifen drin. Okay. Den entfernen wir auch mal. Ja, wie bei allen Sachen, auch wenn es die wenigsten wahrhaben wollen, Handbuch mal kurz durchlesen, schadet sicher nicht. Dann ist hier auch noch hier der Hebel, um vorne aufzumachen. Super. Hier ist die Rolle drin. Ich hoffe, man sieht das hier so. Das Papierfach, wo der Abschnitt reinkommt. Unbedingt heißer Tipp, wenn du den Drucker transportierst, die Papierlade oder diese Abschnittlade unbedingt vorher ausleeren, damit hier keine Abschnitte dann in den Drucker reinfallen. Gut, und hier ist dann die. Gut, dann soll man natürlich auch so raus tun. Und hier dann eben die Rolle, wo das Media Kit dann eingespannt wird, beziehungsweise das Fotopapier. Okay, das ist mal der Drucker. Ja, funktioniert sehr geschmeidig. Hinten Anschlüsse bieten sich nicht viele. Stromanschluss und hier der USB-Anschluss. Wie ich sehe, wie immer, USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kein Problem. Soll es ja sonst auch geben. Gut, Media Kit. Und zwar, das ist ja das Media Kit mit 6x8 Inch. Beziehungsweise, das steht ja auch drauf, 152 x 203 mm für 400 Fotos. Hier ist aber nicht eine Rolle für 400 Fotos drin, sondern hier sind zwei Rollen zu je 200 Fotos drin. Das ist hier so verpackt, diesen Abstandhalter hier. Jawohl, hier sind die Rollen. Gut, hier zum Aufmachen. Und dann hier auch DPD 620. Okay, einfach nur die Farbrolle bzw. die Transferrolle dann drinnen. Ja, und das Ganze natürlich zweimal. Jetzt der zweite Tipp: Wenn du hier schon einmal eine Papierrolle verwendest,
und hier die Transferrolle. Und du brauchst sie nicht ganz aus, keine Ahnung, du verwendest eine Fotobox oder du hast eine Fotobox, beschrifte diese beide zusammen, ja? Zum Beispiel 1-1, 2-2, ja? Damit du das hier nicht verwechselst. Okay, das war's auch schon. Mehr ist hier im Moment nicht zu sehen. In Betriebnahme und gut, mache ich dann in einem anderen Video. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.